Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Thema. Haben wir einen freien Willen, um unser Leben selbst zu gestalten? Das ist ein Thema, das immer wieder behandelt wird und immer wieder neu aufkommt. Und das ist auch gut, weil wenn man sich damit beschäftigt, mehr Klarheit bekommt. Dass man dadurch mehr Klarheit bekommt, wenn man sich wirklich mit der Thematik auseinandersetzt, was ist das Karma? Oder gibt es ein Karma? Gibt es kein Karma? Und dann möchte man auch eine Antwort haben. Wenn eine Frage da ist, möchte man eine Antwort haben. Und ich möchte sagen, von manchen höre ich manchmal sagen, da kann ich das nicht drauf antworten. Das weiß ich nicht. Aber wenn wir genau hinschauen, dann ist in jeder Frage die Antwort drin enthalten. Das sollten aber immer Fragen sein, die etwas mit der Evolution zu tun haben, etwas mit der Selbstverwirklichung, etwas mit dem Weg der Selbstverwirklichung, wie heute. Der Weg, Karma oder freier Wille. Und nicht jetzt die Frage so, ja, welche Zahlen muss ich einsetzen in meinem Lotteriespiel, damit ich einen Sechser habe, damit ich einen Hauptgewinn habe. Nee, das ist ja so weg von der Schiene, nicht weg von der Evolution, nicht weg vom Leben. Die ganze Spekulation, das hat mit dem Leben nichts zu tun. Das ist das Verderben. Das ist der Tod. Spekulation. Viele Leute haben ihr Land verloren, ihr Vermögen verloren und haben sich dann das Leben genommen. Also das kann es ja nicht sein. Also es geht immer um Fragen, die dein Leben bereichern. Und das Leben wird nur bereichert, wenn dein Leben in die Richtung von Erleuchtung geht. Oder in die Richtung vom Erwachen. Und das ist auch der Lauf des Lebens. Da kommt keiner dran vorbei. Das ist nur die Frage der Zeit. Ob ich jetzt so noch 100 Leben oder 1000 Leben dran setzen möchte. Oder ein, zwei Leben. Oder auch, wir haben die Möglichkeit, uns auch in diesem Leben zu verwirklichen. Also zu den Fragen. Alle Fragen können beantwortet werden, weil in uns, in unserem Selbst, ist das Heim allen Wissens und das heißt, alles Wissen ist da. Das ganze Wissen der Schöpfung ist in uns. Und jetzt mit dem Weg, also zu der Frage, haben wir einen freien Willen oder ist unser Leben vorherbestimmt? Die Frage, die in Facebook war, da möchte ich zu sagen, wie ich gerade sagte, das ganze Wissen ist enthalten in uns und genauer gesagt im einheitlichen Feld oder wir können auch sagen im Äther, da wo keine Formen mehr sind oder in diesem magnetischen Feld. Und der Rudolf Steiner sprach von der Akasha-Chronik. Das ist alles dasselbe, wo das Wissen ist. Nur die Möglichkeit, an das Wissen ranzukommen, das liegt an uns. Das hängt von der Reinheit unseres Nervensystems ab. Wenn wir einfach so leben und sagen, also die Welt, das Leben ist im Relativen und nicht auf den Körper achtet, dass der Körper rein wird, dass das Nervensystem gereinigt wird, dass wir unser Denken verfeinern, dass wir unsere Wahrnehmung verfeinern, dann werden wir nicht die Antworten kriegen, die wir haben. Und dann kommt natürlich die Antwort, ja, das weiß ich nicht. Ich kann da keine Antwort geben. Ich habe da nichts von gehört. Das Hören, ist dieser Klang im eigenen Bewusstsein, im einheitlichen Feld. Wenn man da verbunden ist, ich höre den jetzt auf, wenn ich meine Augen schließe, deshalb schließe ich manchmal die Augen, da ist diese Unbegrenztheit. Und dann sehe ich auch diese Vibration,
die Fluktuation. In den Schriften, in der vedischen Literatur heißt es, das ist Shruti, Shruti, der Klang. Und wenn eine Frage da ist und man verbindet sich mit dem Feld oder man ist mit dem Feld verbunden, dann kommt die Antwort. Das ist manchmal der Punkt, dass ich überhaupt nicht aufhören kann. Wenn eine Frage da ist, da kann ich dann gleich ein ganzes Buch runterschreiben von. Weil sobald man anfängt, da kommen immer neue Antworten dazu oder neue Fragen auf und die werden dann auch gleich wieder beantwortet. Und so kann man jede Frage beantworten aus sich selbst heraus. Nicht durch Bücher, die sind ja immer beschränkt, begrenzt und engen uns ein und bringen uns in die Irre. Wir können wahnsinnig werden in dem Studium. Merken wir ja auch nicht, dass schon Studenten auch oft einen Blackout haben oder Burnout haben, weil die überfordert werden. Nein, das Wissen ist da und wenn eine Frage da ist, dann kommt die Antwort aus dieser Frage. Da muss man nicht 1000 Bücher wälzen oder im Internet rumstöbern, um alles zu beantworten bekommen. Nein, Ritambara Pakya, die Ebene der Wahrheit. Und jetzt ich verliere mich jetzt schon wieder, jetzt mache ich es kurz. Da gab es jemand im Erleuchtungskongress, der sagte, alles ist, wie es ist, alles ist vorbestimmt, da habe ich keine Entscheidungsfreiheit und man muss es nur annehmen, nur das akzeptieren, was da ist. Gut gesagt, kann man auch mal, der Balsika, der sagt das auch, nicht? Balsika, nicht? Ich meine, ich habe da auch mal eine Stelle gefunden, wo der sagt, es gibt Karma, also die betreffende Person sagt dann auch im Erleuchtungskongress, es gibt kein Karma, was soll da Karma sein? Das heißt, es gibt auch keine Wiedergeburt. Nein. Also dann orientiere ich mich, wenn mir da nichts einfällt, und das ist dann ja auch so, die Quelle, die Veden, die vedische Literatur. Und das ist natürlich auch gut, wenn man sie versteht, damit man nicht irgendwas Falsches da liest oder hineininterpretiert. Und wenn man aber mit der Quelle verbunden ist, dann kriegt man sofort, findet man sofort die Stellen, die man braucht. Das ist die Antwort. Man hat eine Frage, was steht über Karma in den Veden, nicht? Was sagen die Veden dazu, nicht? Da kann ein Freund kommen und sagt, hier du, ich weiß das, hier komm, sag. Das ist auch die Antwort, nicht? Aber je schneller es geht, umso schneller die Antwort kommt, dann können wir ablesen, inwieweit wir im wirklichen reinen Bewusstsein gegründet sind und auch das reine Bewusstsein uns zur Verfügung steht. Und wenn wir dann sagen, ja, gibt es Karma? Und dann kommt die Antwort, ja, es gibt Karma. Ja, und dann kann man fragen, ja, komme ich da irgendwie raus? Und dann spürst du ja, du bist im reinen Bewusstsein und da gibt es kein Karma. Und dann geht es darum, wer dich fragt. Und dann muss jemand, der jetzt sagt, also, ich habe so Kopfschmerzen, mir geht schlecht und so nicht, dann weißt du, das ist Karma. Auch jemand, der erleuchtet ist und Kopfschmerzen hat, ist auch Karma, aber er ist in seinem Karma nicht gebunden und er schafft kein neues Karma. Aber das alte Karma, was er sich geschaffen hat in der Vergangenheit, von den Handlungen aus in der Vergangenheit, das kommt auf ihn zurück und dann hat er seine Kopfschmerzen, der Erleuchtete. Und der Unerleuchtete, der hat immer irgendwelche Probleme, irgendwelche Schwierigkeiten, irgendwas zu erledigen, irgendwas nicht. Ärger mit seiner Freundin, Ärger mit seinem Arbeitgeber. Dies und Kindergeschrei gehen ihm auf Nerven, irgendwas. Alles karmische Einflüsse. Und dann kann man natürlich sagen, ja, wenn das so ist, dann ist das ja nur noch Aktion und Reaktion. Und ich reagiere darauf auf mein Karma, was das Karma mir jetzt gerade bringt. Und dann reagiere ich darauf und da kann ich gar nichts dran machen. Das ist ignorant. Also das ist eine unwissende Aussage, weil wir haben freien Willen. Da unterscheiden wir uns doch von den Tieren. So die sind viel besser dran als wir. Die sind nicht im Verstand, die sind nicht im Kopf, nicht, die handeln spontan. Und das versuchen wir ja auch. Und deshalb, oder viele versuchen das so spontan zu handeln, nicht, und machen irgendwas im Kopf und meinen, wir sind spontan. Wie will man spontan sein, wenn man auf der Ebene der Relativität tätig ist? Man muss aus der Relativität herauskommen, man muss alles transzendieren und dann kommt man in den Zustand, wo man präsent ist. Und dann sind die Handlungen und die Ideen, die Gedanken spontan und da handelt man auch nicht mehr. Dann ist man frei von den Handlungen, denn dass die Gunas, die Naturgesetze handeln dann. Und jetzt mit dem freien Willen, es sieht so aus, entgegen den Aussagen, die ihr vielleicht gehört habt,
Und da beziehe ich mich, und ich betone es nochmal, auf die vedische Literatur, auf die Aussagen von meinem Meister. Mein Meister trägt ja den Namen Maharishi, und Maha heißt groß und Rishi heißt Seher. Das heißt, er brauchte keine Bücher lesen oder so und sich da klug machen. Er konnte die Veden direkt in sich erfahren und konnte auf alles eine Antwort geben. Und die Aussagen von Maharishi sind ganz klar: es gibt das Karma, und das Karma bedeutet Aktion gleich Reaktion. Und er sagt auch, wir haben auch einen freien Willen. Das heißt, angenommen, wir sind 100% in diesem Karma verwickelt, 100%, und dann kommt ja Balsika, sagt, ja, wir haben da keinen freien Willen. Wir sind aber nie zu 100% verwickelt. So dieser Einwand. Also rein auf der relativen Ebene betrachtet, da sind wir konfrontiert mit unserem Karma. Und in den Schriften heißt es da 60%, wir werden 100% mit unseren Handlungen, den Auswegen unserer Handlungen konfrontiert. Da kommen wir nicht dran vorbei. So wie die See, wie du siehst, so wirst du ernten. Das heißt, das kommt zu 100% auf uns zurück. Aber die Natur hat das so eingerichtet, dass wir nicht mit jetzt unser ganzer Geist damit blockiert ist und nur noch das tun müssen, was aus unserer vergangenen Handlung hervorgegangen sind, dann kommen wir ja nie raus. Dann können wir ja nie in die Freiheit kommen oder in die Befreiung kommen, in die Selbstrealisierung, in die Erleuchtung. Würde ja gar nicht gehen, weil wir ständig in diesem Karma verwickelt sind. Nein, angenommen, ich hatte vor 3 Jahren oder so, Zeiten weiß ich mal nicht, hatte ich einen Krebs. Das war mein zweiter Krebs, auch Dickdarm. Ich habe gespürt, da hatte ich Bestrahlung gehabt, Chemo gehabt und so nicht, und das war die Wirkung daher. Das habe ich gespürt, und das fand ich sehr angenehm. Aber ich hatte mich dann entschieden, also ich von der Wirkung und von den Schmerzen so, hätte ich zum Arzt gehen müssen, das habe ich auch irgendwann später gemacht, und der wollte mich dann gleich ins Krankenhaus schicken, Operation und so, das alles hatte ich ja schon durch. Da dachte ich so, nee, das brauchst du nicht nochmal. Ich will nur erklären, es geht nicht um meine Geschichte, es geht nur um klären, zu erklären, Karma und freier Wille. Also die Abfolge ist Darmkrebs, gehst zum Arzt, der Arzt sagt gleich, gehst ins Krankenhaus, da geht eins nach dem anderen, nicht? Dann wirst du geröntgt und die ganzen Untersuchungen, Kontrastmittel schlucken und so, nicht? Dann wieder Aufnahmen und so, und dann sagen, ja gut, wir müssen operieren, und dann sagen sie, ja, du musst eine Chemo haben, du musst eine Bestrahlung haben, weil das sonst sich ausbreitet, alles Geldmacherei. Die leben davon. Die Pharma lebt davon, die Ärzte leben davon, und die können gar nicht mehr unterscheiden nachher, was wirklich nötig ist. Und das Natürliche wird völlig sowieso wegdiskutiert. Ich habe meinem Arzt dann gesagt, dass es so weit war, muss aus einem bestimmten Grund muss ich dann doch zum Arzt gehen, nicht zu meinem Hausarzt, und der hat mich dann zu dem Arzt, der die Darmspiegelung da macht, so nicht geschickt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das mit der Ernährung. Und das kriege ich schon hin und mache jetzt die Preußkur, nicht? Und habe das Gerson-Buch da, und da gehe ich nach und so, und ich ernähre mich da. Und dann mit das Sattva-Diät-Buch von Johannes Buchholz, das hatte ich da gerade auch. Und das waren alles Anregungen von der Natur. Und dann habe ich mich entschieden, keine Operation zu machen, nicht zum Arzt zu gehen. Dann hätte ich einen Seitenausgang bekommen, das wusste ich so nicht, das habe ich schon gespürt, und das wollte ich alles nicht. Diese Gedanken kamen gar nicht auf, dass ich da ins Krankenhaus gehe, nein, das war klar. Habe mich entschieden, vielleicht gegen mein Karma, aber das war meine Freiheit, ich konnte mich entscheiden, und das war dann auch wieder mein neues Karma. Und das hat dann dazu geführt, dass ich meinen Krebs nach etwa einem Jahr oder so, 1,5 Jahre, mit dieser Diäten und so, auf Ernährung geachtet und alles geachtet und bedacht und so, und mich nicht verrückt machen lassen, habe einfach das so angenommen. Ich war im Frieden, ich war in der Glückseligkeit, ich war total glücklich, ich habe einen wirklich glücklichen Sommer hier gehabt, so war ganz alleine für mich, und habe den Tag wunderbar verbracht und habe gelebt und habe dieses ganze Gedankenkarussell, was die Leute alle haben, wenn sie Krankheiten haben und ihre Probleme haben und von Arzt zum Arzt gehen, nicht, und sich verrückt machen lassen, auch von den Ärzten, hatte ich nicht gehabt, weil ich bei mir geblieben bin. Das ist für mich jetzt, und jeder kann das nur für sich selbst entscheiden. Und das ist jetzt der Punkt.
Also die Wirkung, das musste auf mich kommen, das bin ich auch gar nicht sauer, dass der Krebs dann gekommen sind. Das sind meine Handlungen, die Wirkung aus der Vergangenheit. Und da bin ich auch mit im Frieden. Wenn das kommt, dann kommt es und das akzeptiere ich nicht und das ist der Ausgleich nicht und da kann ich in Frieden mit sein, ohne in das Gedankenkarussell zu gehen. Einfach bei sich bleiben, akzeptieren und wunderbar. Und akzeptieren kann man ja nur, wenn das reine Bewusstsein da ist. Und wenn das nicht da ist, gut, dann ist es auch gut, wenn man Freunde hat und die sagen, also es wird schon wieder gut, es wird besser, nicht? Und hab Geduld und geh vielleicht zum Arzt und lass eine Operation machen. So, nicht? Das ist dann auch gut und das zu machen. Aber wenn man bei sich selbst ist, dann bekommt man alles Informationen, was notwendig ist, um gesund und geheilt daraus hervorzugehen. Da kann ein Arzt dabei sein, muss aber nicht. Und bei meinem Fall war kein Arzt dabei. Nicht? Und das war auch völlig in Ordnung und ich war auch ganz glücklich. Und ich hatte aber die Zuversicht in mir, dass es so ist. Deshalb, man muss auch bei sich gucken, seinen freien Willen so spüren, ist das das Richtige für mich und das tun. Das dazu, das heißt, wir haben also 60% ist es bestimmt, so zum Beispiel bestimmt, dass ich das Karma, das kam zu mir und dass meine Handlungen aufgrund meiner vergangenen Handlung wieder dadurch beeinflusst werden. Aber 40%, circa 40% an Spielraum ist da, wo wir denn uns entscheiden können, wie ich es gemacht habe, ich gehe nicht zum Arzt, mache das selbst, kann man entscheiden, wie man damit umgeht. Und dadurch kommt es ja auch, dass ich sagen kann, oh, jetzt habe ich so viel Leid in meinem Leben gehabt, nicht? Und diese Schwierigkeiten und bin, die ganzen Beziehungsprobleme und man von eins zum anderen so nicht. Mal bin ich reich, mal bin ich arm, mal bin ich gesund, dann bin ich wieder krank. So. Das ist die Dualität und das ist das Leben und das gehört auch dazu. Aber das ist ja dieses Hamsterrad so nicht, was immer ist nicht. Und mit unserem freien Willen können wir dann aussteigen, sagen, Schluss, 40% im geistigen Potenzial frei, nicht? Also Entscheidungsfreiheit. Dass wir dann sagen, oh, jetzt reicht's mir. Und so war es bei mir auch. Ich habe ja mit der Transzendentalmeditation angefangen, weil ich so wahnsinnige Rückenschmerzen hatte. Ich habe an Bewusstseinserweiterung, Erleuchtung und all das, was so ist, überhaupt nicht gedacht. Und auch später nicht. Ich habe nur einfach meditiert, meditiert, meditiert und immer transzendiert, transzendiert. Dadurch hat sich mein Bewusstsein erweitert. Ist immer weiter geworden. Meine Sicht wurde immer klarer. Ich wurde immer mehr in mir selbst ruhend. Gefestigt, gefestigt im Sein, wie das in der Bhagavad Gita heißt, nicht, also dass du nicht hin und her schwappst, wenn irgendeine andere Meinung da sind, wenn die Ärzte sagen, jetzt du musst das machen, dann machst du das. Nein, gefestigt im Sein heißt, du bist in der Stille und wenn dann die Gedanken aufkommen für dich und die kommen dann auf oder ein Freund kommt zu dir, das ist auch ein Ausdruck von Gedanken, wenn ein guter Freund kommt und sagt, du, vielleicht probier das mal nicht. Vielleicht trink mal den Tee oder trink den Saft. Ja, und dann spürst du hinein. Ja, wenn dann ja ist, dann machst du das. Ganz einfach. Zum Beispiel jetzt, ich mache das Video. Glaubt ihr, ich habe dann eine Ahnung, was ich alles sagen will? Das kommt, nicht? Und das ohne Ende, wie ihr merkt, ich kriege nie Schluss. Ich muss immer Wasser trinken, ein bisschen. Da hat mir doch jetzt jemand gesagt, mein Gebiss würde klappern. Ich hätte wohl meine Prothese, die wäre wohl nicht fest genug drin. Und ich dachte, was ist das denn? Und dann habe ich gemerkt, ja, ich trinke zu wenig. Da vergesse ich. Und dann klebt die Zunge vielleicht am Gaumen oder was weiß ich. Deshalb muss ich ab und zu meinen Schluck trinken. Also nur dafür. Also ihr merkt, ich rede, kann alles sagen. So, ich habe da keine Geheimnisse und auch keine Blockaden. So, ich kann alles aussprechen, so was mir kommt. Und alles, was kommt, ist für mich auch richtig. Ich unterscheide jetzt nicht, ich sage, das ist richtig und das ist verkehrt. Nein, die Dinge kommen, weil die kommen ja, weil es ansteht zu kommen. Sonst wird es ja nicht kommen. Ich muss nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich so eine Pause mache, das ist nicht so, dass ich dann so, oh, da fällt mir nichts mehr ein. Nee, früher war das so, und deshalb sage ich das, das ändert sich ja alles mit dieser Wahrnehmung, mit der Wachheit, mit dem Erwachtsein, ändert sich das ganze Leben. Da bist du nicht mehr am Suchen, du bist ja nicht mehr der Handelnde. Dann bist du einfach in dir so und das Selbst ist immer ruhig, macht ja nichts, handelt nicht, ist nur Beobachter. Und dann sitzt du da so ruhig, wie ich jetzt hier. Ich kann ruhig, das kann nach außen kann ich sein, aufgeregt, die Augen, die Zwinker, ja, warum denn nicht? Aber ist gar kein Grund dafür. Aber ich nehme an, das ist das Licht.
Und die Strahlung hier von der Kamera und so, dann zwinkern die Augen so und denke ich, oh, sieht sehr unruhig aus. Aber das hat alles nichts mit mir selbst zu tun, nicht? Ich kann da nur drüber lachen, nicht? Wenn ich sehe, oh, wie sehe ich da dann aus, nicht? Oder ich habe ja auch meine Prozesse. Ist ja nicht so, dass, wenn das reine Bewusstsein da ist, dass denn die Prozesse aufhören. Beispiel, hier hatte ich auch Krebs gehabt, hier, an dieser Stelle, hier, der. Wurde ich dreimal operiert, nicht? Immer nachgeschnitten, nicht? Nee, viermal sogar. Dreimal, so immer musste weg. Und da haben sie mir nachher so ein riesen Loch da reingeschnitten. Da sah ich aus wie der, wie heißt der Pferdeflüsterer, wo das Herz, das Pferd so den halben Kopf weg hatte. Entschuldigung. Als ich das erste Mal das im Spiegel sah, dachte ich, boah, das sieht ja krass aus, nicht? Das sieht ja aus, ob wie, der, wie bei dem Pferdeflüsterer, das Pferd, da, was da vor der Eisenbahn mitgenommen wurde und da, wo das halbe Dings, Kopf da weg war. Und so habe ich mich dann auch gesehen, da ich so, du. Aber es war, wie es ist. Kann man auch akzeptieren. Später hat der Arzt mir gesagt, machen Sie ein bisschen Make-up drauf, weil wenn Sie in der Bus sitzen, die Leute sind, die kriegen einen Schock, die erschrecken sich. So, ich so, gut, okay. Da habe ich für die Leute halt ein bisschen Make-up drauf gemacht, so nicht. Aber das ist, wie es ist. Und diese Haltung, es ist, wie es ist, ist für viele, habe ich den Eindruck, auch eine Vorstellung. Es kann nur sein, wie es ist, wenn du im Sein gegründet bist. Dann bist du auch in der Präsenz. Und jetzt zum Karma nochmal. Maharishi sagte, wenn man einen Stein in den Teich hineinwirft, dann dehnt er sich aus und dann kommt es wieder auf einen zurück. Das ist ein gutes Beispiel. Das ist dieses einheitliche Feld, wo die Formen so im Einheitlichen Feld, alle Formen sind weg. So. Man, am Anfang haben wir ja Formen, jetzt zum Beispiel Gedanken, ich spreche so, sind Gedanken. Und wenn ich jetzt aufhöre zu sprechen, dann hören ja alle Formen auf und dann ist dieses reine Bewusstsein da. Und das ist ja nur Stille. Und dann, wenn ich da ein bisschen bin, dann sehe ich dann auch, mein, oder das Selbst, diese von der Transzendenz, diese Wahrnehmung ist das, dass da diese Fluktuationen sind. Und dann sind so alles, was gesprochen wird, das sind beim Karma, alles, was wir sprechen, geht nicht verloren. Jeder Gedanke, wir können das reduzieren. Also das Ganze ist ja so, wenn wir handeln, ist das so körperlich, was machen, nicht so, oder Fahrrad fahren, dann ist das ja so, wir denken, bewusst und unbewusst, das läuft ja spontan, das ist auch schon ab. Wir denken, oder da sprechen wir, das heißt, der Gedanke formt sich in Sprache um. Oder auch so die Motorik, so man fährt Fahrrad, so man ist dann so aktiv, nicht? Oder dann klettert ein Baum hoch oder ein Berg hoch. Nicht? Das sind dann so die Aktionen von unserem Denken. Und diese Maschinerie, die ist ja so perfekt und die macht das ja auch alles. Nicht? Wir denken und dann passiert es. So, nicht? Wir gehen, sind in Aktion. Und jetzt reduziere ich mal mein Denken jetzt auf das Denken. Und jeder Gedanke, den wir haben, der bleibt bis zum Ende des Universums bestehen. Geht nicht weg. Und wie kann man das verstehen? Der Gedanke hat erst eine Form und dann der Gedanke geht in seinen formlosen Zustand zurück. Das, was wir gedacht haben. Und dadurch ist er, wenn er formlos ist, ja allgegenwärtig. Der Gedanke formlos ist unbegrenzt. Da ist kein Raum, keine Zeit. Unbegrenzter Gedanke. Und der kann, und wenn die Zeit da ist, dass diese Rückwirkung von unseren Handlungen kommt, das heißt, wenn ich jetzt hier Krebs hatte und so, da habe ich irgendwie einen Mist gebaut in der Vergangenheit, dann ist eine gewisse Zeit verstrichen und das ist, das hat der Kosmos gemacht, das ist dieser kosmische Computer, berechnet das genau, wann ich dieses Karma zurückbekomme. Und dann kommt das zu mir, zu dem bestimmten Zeitpunkt wieder zurück, aber diese Erinnerung von diesem Karma, von diesen Handlungen, die ich getan habe, all meine Gedanken, die ich gedacht habe in der Vergangenheit, sind in diesem einheitlichen Feld, sind in diesem Äther, Äther gibt es, dieser Begriff ist bekannt, auch in den Veden, oder Akasha, Akasha, gibt es diese Akasha-Readings oder Palmblatt-Readings, gibt es ja auch so, und das hängt auch alles damit zusammen, wo alle Informationen da sind, und wenn man ein guter Seher, wenn er das sieht, zum Beispiel, wenn ein Jyotishi, das ist jemand, der die östliche Astrologie beherrscht, Jyotish, nicht Astrologie, östliche Astrologie, die ist genauer als die westliche Astrologie. Die westliche Astrologie, die ist schräg, die ist nicht ganz stimmig, weil die Erdachse da nicht mit berücksichtigt wird,
diese 3,25 Grad, ich glaube, jetzt sind es 3,40 Grad, werden ja nicht berücksichtigt, die werden berechnet und dann sagen sie das gleichen ja wieder aus. Aber ist nicht ganz richtig. Aber jodisch heißt Licht, Licht, Licht. Und das Licht, wenn man sich mit jodisch ein bisschen auskennt, das heißt, die Planeten, die auch dafür Sorge tragen, dass das Karma wieder auf mich zurückkommt, die wissen genau, und das ist alles genau abgespeichert in dieser Akasha-Chronik, so wann diese Wirkung kommt. Und dann ist es da, und dann muss ich mich da auseinandersetzen. Und Jyotish ist da, da kann ich jetzt zum Beispiel reingucken in mein Chart. Und ein guter Jyotish hat auch gute Intuition, ist sogar vielleicht verbunden mit dieser Akasha-Chronik oder mit dem Äther oder einheitlichen Feld, ist damit verbunden und kann dir genau intuitiv auch sagen, was dir morgen passieren wird oder wann du sterben wirst. Nicht so, sagt er, ja, wann will ich denn sterben? Und dann guckt er da rein und sagt, ja, du hast noch 25 Jahre und 3 Monate und 2 Tage zu leben und dann wirst du sterben. Es steht fest. Die Todesstunde steht fest. Gehört auch zum Karma. Nicht? Und in den Schriften heißt es auch, du hast so und so viele Atemzüge und dann ist dein Leben vorbei. Wenn du Sportler bist und immer übertreibst und immer aktiv bist, aktiv, dann lebst du natürlich länger, weil deine Atemzüge werden ja schneller verbraucht. Wenn du Yogi bist, nicht sitzt immer in der Stille, der Atem ist ja manchmal kaum und so nicht. Deshalb können die uralt werden. Es gibt Yogis, die sind 180 Jahre alt. Oder älter. Auch der Körper, nicht? Auch das Karma nicht. Das ist nicht so das Karma, dass wir mit 80, 70, 90 sterben. Wenn wir richtig leben und im Yoga sind und unsere Yoga-Power haben, wie der Brigo, der Überhandlung, kommt mir der Gedanke, Brigo, und der ist unsterblich. Der hat seine Yoga-Power auch dafür genutzt, denke ich mal, damit er einen unsterblichen Körper bekommt. Unsterblich. Stirbt nicht weg, nicht? Dich nach diesen Atemzügen. Durch Yoga kannst du es transzendieren. Und das ist auch, was Maharishi gesagt hat, die Sterne werden sich noch wundern. Die Planeten werden sich noch wundern. Was meint er damit? Wenn wir meditieren, wenn wir transzendieren, dann sind wir nicht im Einfluss der Planeten. Dann sind wir nicht im Einfluss von unserem Karma. Dann sind wir vom Jenseits vom Karma. Und wenn das jetzt ansteht vom Karma, jetzt, morgen sollst du sterben und du transzendierst gerade, dann kann das Karma dich nicht erreichen. Dann kommt der Gott Yama und will dich abholen, aber du bist gar nicht da. Der Körper sitzt zwar da, aber die Seele, die ist ja, also hat sich ausgedehnt, ist unbegrenzt, allgegenwärtig. Und dann kann der Yama dich nicht abholen. Kann, der Todesgott kann dich nicht abholen. Das heißt, du hast deine Todesstunde transzendiert. Genauso bei mir. Mit 30 Jahren hatte ich einen Unfall. Vom Jyotish, von der östlichen Astrologie, die haben mir gesagt, das war meine Todesstunde. Ich hatte aber den Segen von Maharishi, der hat sich um mich gekümmert, weil ich auch gerade tätig war ja für ihn auf Fehmarn, habe einen Kurs organisiert. Da hat sich richtig 20 Minuten da so mir den Segen gegeben, 20 Minuten so Blessing vom Meister, ist ja das Schönste und Größte, was man haben kann. Da, das Karma, was anstatt zu sterben, das hat er durch seinen Segen neutralisiert. Also es geht möglich, ist möglich. Das ist also schon was ganz Besonderes, was ganz Großartiges, was man sich gar nicht vorstellen kann. Den Tod zu überwinden durch den Meister oder durch Transzendieren. Ja, jetzt will ich nur sagen, auch das ist möglich. Ist also nicht alles so festgelegt, wie wir glauben. Und da sagt Maharishi auch, wenn auch 100% angesagt ist, so mit dem Karma und die Planeten das auswirken oder so, die ihren Einfluss haben und da kannst du dran ablesen, wie das Karma ist und wann das kommt und so die Zeit. Und wenn du jetzt transzendierst und Erleuchtung bekommst, dann ist es richtig, wenn der Balsika oder auch andere Heilige sagen, da gibt es kein Karma. Maharishi sagt auch, da ist kein Karma. Du bist aus dem Karma raus. Das heißt, dann hast du einen absolut freien Willen. Du kannst machen, was du willst. Du kannst, angenommen, das Beispiel brachte Maharishi mal, du kannst, für den Wunsch hast, den hast du aber dann nicht, aber wenn du den Wunsch haben willst, wenn du es wirklich willst, kannst du sagen, zum Birnbaum, lass Äpfel wachsen oder Bananen wachsen. Ich hört sich ein bisschen an, ja, ist ja, was soll das? Stimmt auch, deshalb würde Maharishi sowas auch nie machen. Es geht nur darum, wenn man auf dieser Ebene ist, des einheitlichen Feldes, und da bist du ja in dem Feld aller Möglichkeiten. Alle Möglichkeiten sind da. Du hast den absoluten freien Willen. Und wenn du einen Impuls reingibst, und dieser Impuls,
der ist ja in diesem einheitlichen Feld, wo alles miteinander verbunden ist, mit dem Akasha-Chronik, also mit dem Feld, diesem Magnetfeld oder einheitlichen Feld, was es ist, da wird dieser Impuls von all den anderen Kräften, die da sind, unterstützt. Und dann beginnt die erste feinste Manifestation, und das ist auch noch so ein Übergang von so fast unbegrenzt. Und dann wird dieser Impuls unterstützt, und dann, dass du dann das, diese Handlung, wo du dich nicht dran gebunden bist, frei bist, nicht, da kannst du alles machen und bist nicht dran gebunden, kriegst kein neues Karma, bleibst frei davon. Und diese Wirkung von dem Karma oder dieser Impuls, dass etwas Neues geschafft wird, nicht, das hat dann unendlich große Kraft, weil das einheitliche Feld diesen Impuls trägt. Also jetzt nochmal zu verstehen, jeder Gedanke ist wie eine Manifestation, wie ein Gegenstand, wie das Mikrofon hier oder irgendwie ich hier, Körper hier, Manifestation. Der Gedanke, Leute, wenn man fein genug ist, kann man Gedanken sehen, nicht? Da kann man den Gedanken, die Schwingung sehen, und du kannst auch sehen die Form von dem Gedanken. Und deshalb ist ja auch Sanskrit so gut. Sanskrit, da ist das, diese Schrift. Und dieser Klang von den Sanskrit-Buchstaben, da geht aus die Form hervor, nicht? Die Form, nicht? Und deshalb sind die Mantren, wenn man Mantra, ein vedisches Mantra, die anderen Mantren kannst du alle vergessen, wenn das kein vedisches Mantra ist, kannst du vergessen, weil es den Geist ja wirr macht und weiß ja gar nicht, wo das dich hinführt. Wir denken irgendwas, suchen die Mantra aus dem Buch raus und so, nicht? Und gehen dann in die Sackgasse oder können Chaos, nicht? Sie können idiotisch werden, können blöd werden dadurch, wenn sie irgendein Mathe-Modell ja vielleicht jahrelang drauf rumdenken und denken, vielleicht erfahren sie sogar ein bisschen Ruhe und sagen, ach, eine schöne Wirkung. Große Gefahr, weil Mantra, ein vedisches Mantra, ist ja auch aus den Veden von Gott, das heißt Veden von Gott. Und diese Schwingung ist so wichtig. Und deshalb ist es so wichtig, auch dass das Mantra von einem TM-Lehrer jetzt, also für mich jetzt hier, oder direkt, ich habe auch Mantren direkt vom Meister bekommen, direkt vom Maharishi bekommen. Und dann ist das ja, er übergibt das Mantra ja in dieser reinsten Form so. Das heißt also, wenn man es schreiben würde in Sanskrit, denn diese Form wird ja, muss beibehalten werden in der Aussprache. Wenn da gesprochen wird ausgesprochen diese Schwingung, und das haben diese TM-Lehrer oder wir, und ich ja auch, bin ja auch TM-Lehrer, wir haben das alle gelernt, und das ist auch ein langer Prozess, und dass wir richtig sicher sind, und dann wurden wir auch getestet und so, dass wir sicher sind, auch in der Aussprache, dass wir das in der reinen Form, so wie Gott diesen Klang geschaffen hat, Shruti, Sound, geschaffen hat, dass der in der reinen Form wiedergegeben wird. Und wie ich auch im YouTube jetzt mal einen Film gesehen habe, wo jemand sagt, oh, ihr könnt euch das Geld sparen, ich kann euch ein Mantra geben, und die sind genauso gut und haben genauso Effekt, nicht, und so. Und die Leute machen das noch, die wissen das ja nicht. Das kann man ja gar nicht denen zum Vorwurf machen, die wissen das einfach nicht. Aber deshalb mache ich ja das Video, hört euch das an. Ich habe noch nie von jemandem gehört, dass er erwacht wurde durch ein Mantra, was er aus dem Buch gefunden hat. Höchstens eher, dass er in der Klapse gelandet ist, weil er sein Gehirn durcheinander gebracht hat und die Ordnung, ein nicht-vedisches Mantra hat ja keine Ordnung. Wie soll da Ordnung sein? Und deshalb diese Reinheit der Lehre, und deshalb ist das auch so wichtig, dass die Reinheit der Lehre von den TM-Lehrern aufrechterhalten wird, dass da nicht irgendwas anderes reinkommt, irgendwie so eine andere Mischung, einen anderen Klang. Nein, dieser Klang ist so wertvoll. Und selbst manche Leute sagen, ja, Peter, meditierst du noch? Sag ich, ja, ich meditiere noch. Ja, wieso musst du noch meditieren? Ich denke, du bist erwacht. Sag ich, nein, wenn ich sitze, dann hat dieser Klang eine wunderbare Wirkung auf den Körper. Und der Körper entwickelt sich ja immer weiter, nicht? Und ich spüre richtig auch diese Vibration im Körper, diese Heilschwingung von dem Mantra im ganzen Körper. Und das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Karma, dass jeder Gedanke in dieser Akasha-Chronik oder diesem einheitlichen Feld geht und im unmanifestierenden Zustand ist. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt denke und negativ denke, dann hat das ja einen negativen Einfluss auf das gesamte Universum. Verstehen kann man das mit dem einheitlichen Feld jetzt. Da bringe ich diese negativen Schwingungen da rein. Das schwingt, du. Und dann ist es auch so eine Nullschwingung, so, aber die Information negativ ist, hat einen Einfluss auf das ganze einheitliche Feld. Das heißt,
Jeder Gedanke, der nicht positiv ist, der nicht im Einklang mit der Natur ist, verschmutzt das einheilige Feld und die Naturgesetze sind gestört dadurch. Und deshalb auch die ganzen Störungen, die ganzen Katastrophen, die wir in der Welt haben, nicht? Und Überschwemmungen und alles, was wir haben. Nicht? Und selbst wenn die Leute so Kriege machen, Syrien, diese ganzen Katastrophen, da, was wir da haben und so. Nicht? Das ist alles, dieser ganze Chaos, den die Leute im Kopf haben, der führt zu Kriegen. Der führt zu dem Chaos, der führt zur Überflutung. Das geht alles in dieses Feld, in dieses einheitliche Feld. Da wird das gesammelt und jeder, der missbaut, kriegt es wieder zurück. Da geht kein Weg dran vorbei, nicht? Und dann egal, welcher Regierungsoberhaupt und wenn dann jemand wie in Syrien das ist, so nicht, dass die Leute da abgeknallt werden und so nicht, der Verantwortliche nicht, und auch die da mitmachen, so nicht, die schaffen sich alle in Karma und da geht keiner dran vorbei. Nicht? Also ich möchte das Karma nicht haben. Aber das hat jeder, der so sein eigenes Karma. Nicht? Und jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und da muss man auch gar nicht gucken, dass das Karma anderer Leute können wir auch gar nicht. Jeder sollte bei sich selbst schauen, du sollst bei dir selbst schauen, dass du deine Sachen so gut machst, wie du kannst. Mehr kannst du nicht machen. Und dafür sorgen, wenn du nicht mehr machen kannst, zu sorgen, dass du transzendierst. Transzendieren, transzendieren, transzendieren. Das A und O. Das ist das Wichtigste, was man im Leben machen kann. Nicht morgens und abends transzendieren. Und dann Kurse besuchen, nicht immer so, nicht? Und Wunsch haben, nicht Wünsche. Ich habe jetzt gerade gehört, jemand sagt, oh, die Wünsche, das hält dich ab davon, um Erleuchtung zu bekommen. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Je stärker der Wunsch ist, umso mehr gehe ich in die Transzendenz. Und wenn ich doch schon alleine, wenn ich die Augen zumache, dann hört doch jede Art von Wunsch auf. Und das ist letztlich so, man geht in das Meditieren. Ich merke, ich habe nicht den Wunsch zu meditieren, aber ich setze mich in Meditieren, dass ich so bin so motiviert, irgendwie von innen, irgendwo versteht an und so. Und das sind die Naturgesetze, die Gunas, die in ihrer reinen Form, die bewegen mich jetzt dieses und das. Zum Beispiel dieses Video, nicht heute Abend. Ich wollte gar kein Video machen, nicht? Da kriegte ich von dem Harald, der 3 Bücher geschrieben hat, so hat er mir einen ganz wunderbaren Brief geschrieben jetzt. So. Auch Karma, nicht? Ich spreche nur vom Karma hier. Auch das, wo sie die Ereignisse, Krieg und so, alles Karma, das ist Thema Karma. Nicht und freier Wille, nicht? Und man muss keine Kriege führen. Wir können sich dafür entscheiden, dass wir nicht den Krieg führen, nicht? Und wenn es doch sein muss, wie es beim Arjuna war, in Bhagavad Gita, so, dass er seine Verwandten da bekämpfen sollte, ja, das ist aber dann in einer Form von einer Art so nicht, dass der notwendig ist, dass das Ganze geschützt wird. Das ist nicht Zerstörung, sondern Erhaltung des Lebens. Manchmal muss man etwas Kleines zerstören, damit das Ganze erhalten bleibt. Und darum geht es ja auch in der Belehrung von Krishna und Arjuna. Und das ist auch so jetzt, wenn wir das jetzt besprechen, das ist auch so eine Belehrung so. Und ich habe die Belehrung von Maharishi bekommen und auch von mir selbst jetzt, aus mir selbst auch ganz viel, so dass es so immer mehr aufkommt und plätschert. Je mehr ich Videos mache und mich damit beschäftige und da reingehe und eintauche, komme ich auf diese Ritambara Pragya-Ebene, der Ebene der Wahrheit. Und dann kommt dieses so, erblüht immer mehr so, nicht immer mehr so, ist alles da, nicht? Da gibt es nichts, was man nicht beantworten kann. Alles ist da, nicht? Und das spult dann so raus und dann komme ich nicht zum Ende. Ja. Ja, ich wieder schluck Wasser. Merkst du, wieder alles trocken? Also, ich denke, das war ganz wichtig, das Video heute. Auch für euer Verständnis. Also für mich, sagen wir mal, so für diese Karma-Lehre. Das war so, ist so bewegend und klärend für mich gewesen. Und auch heute dadurch fallen ganz viele Probleme weg. So, weil man immer alles versteht. Und das heißt auch, damit gut umzugehen. Nicht, dass nicht jemand, der ist krank ist, dass man sagt, ja, das ist dein Karma. Du weißt einfach, da sind Sachen, du denkst positiv. Da passiert etwas Gutes, wenn jemand da im Krankenbett liegt und so vielleicht gar stirbt. Sterben ist ja nicht schlimm. Der Körper stirbt, die Seele stirbt nicht. Du stirbst nicht, du bist die Seele. Und wenn du erwacht bist, wirst du dich als reines Bewusstsein erfahren. Die Seele ist ein Ausdruck des reinen Bewusstseins, nicht? Die Seele ist dadurch entstanden, weil wir sind das reine Bewusstsein. Wir sind gekommen aus diesem reinen Bewusstsein. Oder wir sind das reine Bewusstsein. Und irgendwann dann hat der Schöpfer, nicht? Das ist das Spiel, nicht? Also das kann keiner richtig erklären, warum der Schöpfer überhaupt das gemacht hat jetzt so, nicht? Das Ganze, nicht? Und die Erklärung, die ich bei mir selbst gefunden habe, so, und weil es auch mal eine Frage war, warum das Ganze, nicht? Warum ist der Peter entstanden und dann das ganze Karma und so, die ganzen Krankheiten, die ich durchgemacht habe und so, und auch so, und das, warum das ganze Zirkus, nicht? Wenn ich doch letztlich wieder dahin gehe, wo ich hergekommen bin, nicht? Und
Das ist das Spiel, das heißt in den Schriften, vedischen Schriften, sag mal jemanden vedischen Schriften, nicht, was anderes interessiert mich nicht, weil nur die vedischen Schriften sind wichtig. Wenn andere Schriften in den Veden wiedergefunden werden, ist es gut. Wenn du einen Weg gehst, der in den vedischen Schriften gut wiedergefunden wird, ist gut, sagte Maharishi, alles, was du in den Veden wiederfindest, ist gut. Das kannst du machen. Wenn du einen Weg gehst, was du nicht in den vedischen Schriften wiederfindest, ist ein Holzweg, kannst du vergessen. Das ist ja nicht von Gott. Das ist Maya irgendwie, also den größten Quatsch, die Leute sich ausdenken und machen so, wo das Leben zerstört wird und so. Das hat nichts mit den Veden zu tun. Die Veden nicht auch wenn das Naturgesetze daran beteiligt sind. Naturgesetze sind immer beteiligt, egal was du machst. Aber dieses vedische Wissen, nicht das, was du bist in der Natur, du bist das reine vedische Wissen, du bist der Veda, nicht? Du, dein Körper ist der Veda, nicht? Wenn du Veden studieren willst, dann musst du den Körper studieren und deine Gehirnphysiologie, nicht? Alles so, nicht? Das ist alles Veda, nicht? Veda, Wissen. Und wenn du das machst, der kriegst du das ganze Wissen von dem Universum, nicht? Mikrokosmos ist Makrokosmos, Makrokosmos ist Mikrokosmos. Also wenn du hier studierst, studierst du das ganze Universum. Und dann kriegst du alle Fragen beantwortet, nicht? Alles wird beantwortet, alles ist da, nicht? Deshalb so wichtig, das mit den Veden, das ernst zu nehmen. Ich erfahre das immer wieder. Und ich gehe da gar nicht mehr drauf ein, weil die Leute, auch wenn die denken, sie sind erwacht oder so, ich will nicht sagen, dass sie nicht erwacht sind. Das kann ja jeder selbst bei sich selbst erfahren. So, nicht? Wenn er mal wach ist, nicht, ist er wach, nicht. Wenn er sein Selbst nicht verliert. Und selbst, aber wenn er so Aussagen macht, die gegen die Veden sind, gegen die kosmische Ordnung sich ausspricht, das heißt nicht, wenn jemand sagt, es gibt kein Karma. Das ist einfach eine Aussage. Nicht? Das heißt nicht, dass er dann gegen die Veden ist. Aber wenn das verbreitet jetzt und, nicht, und aber die Aussage stimmt nicht mit dem vedischen Wissen, aber das ist so eine Schwingung, sagen wir mal so. Und wenn er da Leute mit in die Irre führt und wenn das dazu führt, nicht, dass die Leute in ihrer Revolution gestört wird, dann ist es negativ, nicht? Dann denke ich schon, das ist schon negativ, nicht? Denn alles, was gesprochen wird und gedacht wird und was nicht im Einklang mit der Natur ist und das also nicht im Fluss des Lebens ist und das dich von hier nach da bringt, nicht? Das heißt von der Ignoranz in das Wissen, nicht? Von der Unbewusstheit ins Bewusstsein, nicht? Wenn das Aussagen sind, die dich wegführen vom Selbst, das ist Ignoranz, so kann man es erklären, nicht? Wenn du den Lehrer folgst, der dich nicht zum Selbst führt, sondern in eine Sackgasse bringt, der dich wegführt von den Veden, von der kosmischen Ordnung, von der höchsten Intelligenz, dann ist das ein Weg ins Leere, ein Weg in die Ignoranz. Nicht zu verwechseln, diese Leere, die ich habe bei der Transzendenz, aber das ist ja nur vorübergehend, dann komme ich an die Fülle, nicht? Also Leere, nicht? Leere ist so, wenn nichts mehr da ist. Und die Leere wird ja gefüllt, wenn ich erkenne, dass diese Leere überall ist und auch im Nichts selbst, nicht, also im Relativen, denn da habe ich ja die Einheit nicht und das ist Fülle, nicht, also beides, nicht, und das sollte man nicht trennen. Vedanta-Leute trennen das immer so, nicht. Also ich springe jetzt wieder so ein bisschen her, so ich hoffe, ihr kommt mit. Also alles Karma, nicht, alles Karma, nicht, und freier Wille, nicht, und diese Entscheidung, sich für diesen richtigen Weg zu entscheiden, der richtige, beste Weg ist, zu den Veden zu gehen, nicht, also nicht in das Nicht-Veda gehen, zu den Veden, nicht, zu Gott zu gehen, nicht, und Gott ist ein Ausdruck, Gott ist der reine Veda, reine Transzendenz ist reines Veda, nicht in Form, unbegrenzte Form. Und die Form, so wenn wir jetzt über diese Themen sprechen, das ist ein vedischer Ausdruck, so die vedischen Ausdruck kommt aus dem einheitlichen Feld. Und das geht aber nur, wenn man diesen aus dem Stress raus ist, nicht? Wenn wir so überschattet sind von unseren vergangenen Handlungen. Und dann sind wir nicht frei, gebunden und dann ist alles möglich und dann können wir ja völlig in die Irre geführt werden. Und deshalb ist es gut, immer zu transzendieren, zu meditieren, dass wir den Behälter vergrößern, erweitern und dass wir immer mehr auf die Ebene der Veden kommen und das in dieses einheitliche Feld und dass wir erkennen uns als das Selbst und in dem Selbst das einheitliche Feld, das ist diese Fluktuation, die Aktivität in diesem einheitlichen Feld. Und wenn wir da sind, das ist noch in einer Transzendenz, im Absoluten, nicht? Also im Transzendenten. Das eigentliche Feld ist nicht im Relativen. Das ist das Formlose, obwohl wir auch die Schwingungen, die sind auch unendlich, ist so ein kleiner Widerspruch, so diese Schwingungen, die unendlich, das ist beides zugleich in meinem, nicht? So diese Aktivität, die Dynamik ist da und auch, und das, dieses Selbst, und das Selbst, wie schaut sich das Selbst an und erkennt, das Selbst erkennt diese Schwingung im einheitlichen Feld und aus diesem einheitlichen Feld entsteht die ganze Schöpfung. Also die Gedanken, die jetzt aufkommen hier, das nicht, da denke ich jetzt nicht drüber. Das ist alles sprudelt so raus aus diesem einheitlichen Feld und fließt zu euch.
Ja, das ist wieder eine ganze Menge, was jetzt gerade gekommen ist hier. Aber diese Sachen, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, ist immer gut. Jeder Gedanke an das Selbst ist die Belebung des einheitlichen Feldes. Und wenn wir, je mehr Videos ich darüber mache, auch wenn das 100 Mal ist, ich rede immer was anderes auch dazu, das ist immer wieder neu auch für mich. Obwohl das letztlich die Aussage ist immer die gleiche, nicht? Immer. Immer. Satchitananda. Entschuldigung. Satchitananda. Jetzt hat es geklappt. Sat, reines Bewusstsein. Rein, Sat, rein. Sattva, rein. Chit, Bewusstsein. Ananda, Glückseligkeit. Also das ganze Wissen, alles, was wir hier sprechen, und so kann man mit diesen drei Worten Sat, Chit, Ananda ausdrücken. Nicht? Ist alles drin enthalten. Alles. Und wir machen viele Worte so. Und das ist auch nicht umsonst, das ist auch gut. Weil wir haben das ja jetzt alle verstanden, dass wir das einheitliche Feld, dass es das gibt und dass alles, alle Formen, die ganze Relativität, auch jetzt alle Gedanken, die ich jetzt spreche, lösen sich in diesem einheitlichen Feld wieder auf. Und diese Information hat eine gute Wirkung. Das ganze einheitliche Feld wird dadurch belebt und mehr Leute werden, und alle Leute werden irgendwie dadurch auch angesprochen, eine gute Wirkung. Und plötzlich kommt die Idee auf, so, oh, ich muss die transzendentale Meditation erlernen. Oder ich muss meinem Nachbarn ein paar Blumen bringen. Ich muss meiner Frau ein paar Pralinen bringen. Ich muss meine Frau glücklich machen. Ich muss meine Kinder glücklich machen. Ich muss Freude ausstrahlen. Ich muss, muss, muss. Es muss gar nichts. Aber es geschieht. Aus der Stille, das kein Muss. Das geschieht alles ganz spontan. Aus dir selbst, ohne immer hier drüber zu denken, mache ich das oder mache ich das nicht. Du verschenkst dein Herz, wenn da jemand ist, das Herz entgegenzunehmen. Der Ozean ist immer da. Das einheitliche Feld, aus dem alles hervorkommt, ist immer da.